Hallo liebe Filmfreunde, hier ist euer Forys 82 mit einem weiteren Unboxing-Video. Die Emma ist im Kindergarten, meine Frau schläft noch ganz gemütlich und ich habe nichts Besseres zu tun jetzt, als für euch gleich um 7.30 Uhr ein Video zu drehen. Na klar, und ich bekam gestern ein Paket von Zawihi und ihr seht ja schon, eine ja, umweltfreundliche Verpackung. Und ja, mal gucken, ob dann die Steelbook genauso dann halten oder nicht halten. Das werden wir gleich mal sehen. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist, aber ich denke mal, es handelt sich hier um, jawohl, um Stand By Me im 3rd Anniversary Edition Steelbook. Richtig cooler Film, habe ich früher gern geguckt. Jetzt muss ich gestehen, habe ich fast keinen einzigen Gedanken bei diesem Film gehabt. Und jetzt eben hier erstmals auf Blu-ray. Und ja, das Coole ist, hier gibt es auch einen deutschen Ton. Ich werde bekloppt, auch beim Film und natürlich auch bei den Extras, richtig klasse. Und als Specials, wisst ihr was, ich halte euch mal in die Kamera. Denn ihr wisst ja, ich möchte euch nicht mit meinem Englisch quälen. Und ja, richtig cool, ist zwar wie exklusiv, leider keine Prägung. Aber nicht so schlimm, dafür eben mit deutschen Ton, sau cool. Und ich würde mal sagen, wir machen einfach mal auf. Und der Film geht 88 Minuten und hier spielt ja der Will Wheaton mit, den man auch kennt aus Big Bang Theory, natürlich aber außer die richtige Rolle hatte wo? Bei Star Trek The Next Generation als Wesley Crusher. Für mich persönlich war das die nervigste Person im ganzen Schiff. So, und wir machen jetzt hier mal ab. Und das Steelbook schaut schon richtig cool aus. Hier oben Stand By Me, hier eben die vier Jungs. Und hinten drauf dann die Rückseite, eben dann die Rückseite von den vier Jungs. Und wenn man es aufklappt, dann schaut es dann so aus. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und innen haben wir dann natürlich auch noch dann die Blu-ray-Disc und die schaut so aus. Stand By Me. Und dann hier noch dann der Innendruck. Und der schaut für mich etwas blass aus, aber passt auch im Großen und Ganzen perfekt zu dem ganzen Steelbook. Also wirklich richtig schön, richtig schön. Ja, und muss ich noch sagen, das war es auch schon von diesem kleinen kurzen Vorstellung von Stand By Me. Und wie gesagt, mit deutschem Ton lohnt sich auf jeden Fall jetzt zu kaufen. Schaut bei Zawihi vorbei, dort ist es noch erhältlich. Und jetzt halt schnell auf Zawihi gehen und kaufen. Ja, das war es von mir schon. Und bis zum nächsten Mal, euer Forys 82, tschüss mit Ü und Bii.